Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Siege Simulator, Folge Nummer 19. 19? 19. 19, ganz sicher, 19. So, wir waren in der letzten Folge auf Diebestour, haben genug bekommen, um Autodiebstahl zu lernen. Deswegen machen wir das mal direkt. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Autodiebstahl Stufe 3. Wir haben 3 Punkte, wir hatten vorher 1. Dann kriegt man 2 pro Level, cool. Autos mit elektronischen Schlössern stehlen. So, kaufe einen Kopierer für Funkschlüsselsignale. Okay. Dann gehen wir nochmal gucken. Signalkopierer. Ich gehe mal davon aus, dass der das ist. Jo, Winnie, was geht? We want you to send a message to Mr. Torres. Get me his car. He always got the key on him, so you need to steal it signal. Ja, dann gehen wir mal nach Herrn Torres und besorgen uns sein Signal. So, dieses Gerät kopiert das Signal des Funkschlüssels. Näher dich einem Fahrzeug und drücke den Knopf. Bei richtiger Benutzung wird das abgeschlossene Fahrzeug automatisch geöffnet. Cool. So, wir müssen aber, glaube ich, auch noch ein Handy knacken, genau. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie was rausholen können. Ich tue mich ja tatsächlich immer ein bisschen schwer mit den Dingern hier. Aber es geht. Es geht. So, dann gucken wir nochmal kurz bei Black Bay, ob wir irgendwas loswerden von dem Krempel, den wir jetzt dabei haben. Vielleicht ja diese Geschenke. Ja, Geschenk Rot, Geschenk. Wir müssen halt noch mehr Geschenke in Rot finden. Das halt. Oh, was haben wir hier? Antikes Poster 1600. Ja, nice. Sehr schön. So, was wir jetzt aber machen. Wir legen hier in unseren Schrank die Geschenke ab, weil die sind schwer. Und den Rest gehen wir jetzt verkaufen. Eine Glastasse. Okay. So, ab nach Pan, ins Panthaus. Welcome back. Ja, Tachchen. So, 40 für den Router, 90 für Netze, 33 für den Cake, 500 für die Lampe. Das ist natürlich schon nicht schlecht, ne? So, eine Tastatur für den Huni, eine Kamera für 46, eine Gitarre für 200 und ein Smartphone für 900. Läuft. So. Kopiere das Signal von Herrn Torres in 205. Ja, dann gucken wir mal. Waren wir jetzt gerade in der 205? Waren wir da nicht? Aber wir müssen auch unbedingt nochmal gucken, ob wir noch Aufträge... Pass auf, wir fahren nochmal kurz raus. Ich will nochmal gucken, ob wir Aufträge haben, weil dann können wir die ja direkt mitmachen. Nach Hause. Einfach rückwärts nach Hause gefahren. Einmal ganz kurz gucken. So viel Zeit haben wir. So, Rent a Tuk. Haben wir alles. Ach ne, hier ist JR. So, Curve TV im zweiten Stock stehlen oder zerstören. Da haben wir den Auftrag drin, okay. So, dann haben wir hier Richie A. 207. Und 202. 202 war diese Villa, ne? Oh, die war heftig. Was können wir denn da holen? Die Kamerasteuer findet sich neben der Treppe im zweiten Stock. Der Schalter für das Tor befindet sich in der Garage. Die Fenstersteuer befindet sich neben der Eingangstür. Die Fenster haben Glasbruchsensoren. Okay. Das waren halt wieder 2000 Dollar teure Infos, ne? Das darf man nicht vergessen. So, wir gucken mal. Wir holen jetzt erstmal von Herrn Torres sein Signal und dann werden wir erstmal seine Karre mopsen, glaube ich. Mal gucken. So, 205. So, dann packen wir mal hier in die Büsche. So wie immer. So, Tachchen.
Warte mal, wie kamen wir jetzt in die Bude rein? Ach, hinten war was zum Klettern, ne? Ja, genau. Dann klettern wir mal. Dum, 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 dum. So, ich muss nur noch mal schauen wegen Kameras. Nicht, dass ich irgendwelche vergessen habe und dann doch jetzt auf einmal gleich gesehen werde. Das wäre echt blöd. Stehle den Vulkan. 4000 Mäuse. Ja, da ich nicht weiß, ob hier noch jemand ist, müssen wir halt echt aufpassen, ne? Ich muss mich kurz verstecken, weil da an der Straße einer herläuft. Nicht, dass der uns sieht. Das wäre doof. Mach dich jetzt mal weg, Mann. Alle immer so lahm. Haben wir denn hier zufällig noch einen, der hier rumdorkelt, den wir mal kurz markieren könnten? Elektronikstufe 3. Ich sehe einfach niemanden. Ich würde gerne... Warum zur Hölle eiert der da rum? So, Schlösser knacken, Glasschneider. Aha, hallo. So, jetzt weiß ich nur nicht, pass auf, wir müssen mal ganz schnell bei Infos gucken. 205. Schlafzimmer. Okay, ab 4 geht die in die Küche und er ist beim Pool bis um 4. Okay, bis um 4 haben wir Zeit. So, was müssen wir jetzt machen? Verdammt. Herrn Torres Autoschlüssel. Erstmal machen wir hier so ein paar Aufträge. Was haben wir hier? Was war das? Antikes Buch, 4000 Mäuse. Ja, nice. So, dann haben wir hier Curve-TV stehlen oder zerstören. Den Zerstörer werden die wach, ne? Ein rotes Geschenk. Schalalala. Das können wir nur tragen. Blöd. Ey, 7800 für diese... Das gibt's ja wohl nicht. Das können wir auch nur tragen, ne? Ne, in Tasche stecken. Nice. Okay, wie kriegen wir jetzt das Signal? Gegenstände... Signalkopierer, Quickslot. Wie mache ich das jetzt? Ja. Was? Nein. Nein, 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 nein. Nein, ich will noch nicht. Ich brauche ein Versteck. Gib mir ein Versteck. Oh Gott. Oh Mann. Hä? Was hat mich da denn geschnappt? Was zur Hölle? Boah. War da eine Kamera oder sowas? Scheiße.
Mist! Okay, warte, wir markieren den mal kurz. Der muss ja da irgendwo rumstehen. Da steht er doch. Oh Gott, ey, da war mit Sicherheit eine Kamera und ich hab's nicht gesehen. Boah, da kriegen wir so viel Beute raus, Leute. Ey, was der Scheiß wert ist. Hör mir auf. Eieiei. So, guten Tag. Ich will mal kurz gucken, können wir von hier hinten das Signal holen? Gut. Ja, Signal schon mal am Start und jetzt müssen wir aus der Garage den Vulcan Spectra klauen. Scheiße. Aber wir haben so viele Aufträge in der Hütte. Okay. Kein Thema. Wir kriegen das hin. So. Ab 12 müsste er beim Pool sein. Oder er ist jetzt schon beim Pool. Ich weiß es nicht. Heißt, wir können aber schon mal hoch. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. So. Hallo. Ey, wir brauchen den Platz für wichtigen Kram. So, wir müssen unbedingt gucken, ob da irgendwo eine Kamera unten ist. Die müssen wir übersehen haben. Ich kann es mir denn anders erklären. So. Mitnehmen. Ja, Smartphone, Laptop, iMac. Wir räumen hier leer. Wir räumen aus. Festplatten sind eigentlich auch immer. Oh, Kopfhörer. Smartphone. So, pass auf, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen an das Fenster da vorne einen Typen markieren. Damit wir sehen, was abgeht. Ach scheiße, hier ist der Balkon, ne? Okay, okay. So, den TV, den lassen wir erstmal da, wo er ist. Erstmal haben wir jetzt hier eine Mission. So, wo ist er denn? Da ist er. Sehr gut. Der andere Licht da. So, was war das hier für ein... Der Schalter fürs Tor befindet sich in der Diele im ersten Stock. Okay, wir wurden gehört, aber anscheinend juckt's keinen. So, jetzt muss ich gucken. Ah, siehste. Siehste. Wir brauchen einen neuen Platz. Wir brauchen einen neuen Platz. Verdammte Tat. Verdammte Tat. Scheiße, das ist alles so fucking wertvoll. Die ist wahrscheinlich, ja gut, 200 irgendwas Dollar, egal. Die ist aber schwer, deswegen nehmen wir lieber das 4000 Euro Teil mit hier. Okay, wir können uns tatsächlich hier hinten her schleichen. Ne, wir kommen da nicht durch. Okay, wie kommen wir in die Garage? Und wo ist die Garage? Warte mal, was ist das hier? Bedienfeld Kameras. Ah, Bedienfeld Fenster. Okay. Okay, warte, wir müssen die Teile hier entfernen von der Batterie. Das sind zweimal blau. Dann das gelbe. Und das war's. Disable. Sehr gut. Sehr gut. Oh, was es hier zu holen gibt, Freunde, das ist der Hammer. Ah, geil. Geil, geil, geil. So, hier müsste der Typ stehen. Herr Torres mit Autoschlüssel. Stiehl den Vulcan.
Gehen die eigentlich wieder an oder sind die jetzt, die sind dauerhaft aus, ne? Okay, wo ist die Garage und wie kommen wir da dran? Also das hier ist auf jeden Fall Bedienfeldfenster. Wir gucken mal, ob wir das aufkriegen hier. Ja. Aha. Hallo. Der Schalter fürs Tor befindet sich in der Diele im ersten Stock. Das heißt, wir müssen den ersten Stock Schalter fürs Tor drücken. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Bis 4 haben wir Zeit. Ich würde aber versuchen, trotzdem leise zu machen. Lichtschalter, Lichtschalter. Hier ist die Diele, oder? Oder ist das hier die Diele? Oder das da? Nee, hier sind wir reingekommen. Verdammt. Wo ist denn der Schalter fürs Tor? Befindet sich in der Diele im ersten Stock? Ja, ne? So viel dazu. Oh, das ist nicht sein Ernst. So, wir müssen los. Tschüss. So, wo sind die Cops nicht? Gib Knallgas, Auto, komm schon. Oh, scheiße. Ey, das ist echt heftig. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal das Signal. Ich hoffe, das bleibt auch. Boah. Ey, Wahnsinn. Wie sollen wir das machen? Wir haben auf jeden Fall ordentlich schon mal kassiert. Ey, das gibt Money, Freunde. Ah, das gibt so viel Geld. Eigentlich gar nicht so schlecht. Da können wir Sachen verkaufen und können dann nochmal wiederkommen. So, was haben wir denn bei Black Bay? Hier, Antiquitäten. Oh, 8000 Mäuse für ein Buch, 8000 für ein Grammophon, 15.600 für eine Statue. Ey, wir haben gerade mal ebenso locker flockig über 30.000 Schleifen gemacht hier. Wahnsinn. Ey, das ist ja komplett irre. Heftig. So, jetzt müssen wir hier noch so ein paar Sachen knacken und dann gehen wir wieder dahin. Irre, irre, irre. Ding. Aber erstmal kurz ein paar Zeug verkaufen. So. Zeug verkaufen gehen. Boah, das ist echt schwierig, ne? Das ist echt schwierig, da alles zu machen, weil du hast eigentlich. Haben wir jetzt eigentlich die kompletten Infos von denen für den ganzen Tag oder fehlt uns da noch was? Ne, wir haben die ganzen Infos. Da ist einer nicht zu Hause und der eine pimmelt auf der Rückseite des Hauses rum. Puh. Der Schalter zum Tor befindet sich in der Diele im ersten Stock gleich neben dem Piano. Oh, hätte ich vielleicht mal gucken sollen. Ja. Das Tor vorne war tatsächlich auf eben. Das heißt, wir hätten locker mit dem Auto rausfahren können. Ach nee, wir müssen das ja noch knacken dann. So, kurz Geld holen. Welcome back. Ja, Tachchen. Was, 50 für ein Smartphone? Naja. Ist halt so, ne? Wir können ja auch mal gucken, dass wir vielleicht hier in unsere Kiste so Zeug reintun, was wir gar nicht brauchen. Ich meine, es sind zwar nur ganz wenige Gramm, aber wir brauchen ja zum Beispiel keinen einfachen Dietrich, Glasschneider, Schlüssel für die Eingangstür für 102. Weißt du? Elektropik, Fernglas, Hacker-PDA, Mikrokamera. So, jetzt haben wir zumindest 0,5 mehr Platz.
So, ab in die Richie R Street. Freunde, und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Nächste Folge geht's weiter. Dann werden wir nochmal in die Hütte reingehen und versuchen, die Karre zu stehlen. Ich denke, so wie wir es gemacht haben, war schon gar nicht verkehrt. War schon gar nicht verkehrt. Also hätte deutlich schlimmer enden können. Die Frage ist natürlich, wollen wir das am helligsten Tag machen oder wollen wir es dieselbe Uhrzeit wie eben machen? Das macht ja eigentlich schon Sinn. Da sind wir ein bisschen geschützter. Der eine pennt zwar da, aber müssen wir da rein? Obwohl, ich weiß nicht. Eigentlich wäre es schön. Warte, wir gucken nochmal in die Notizen. Eigentlich wäre es schön. Ah, der ist gleich nicht zu Hause. Ja, um 6 geht's los, Freunde. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.